etwas aufgeregt. Wir haben es gestern schon verkündet. Es hat das Eisenbahnbundesamt gestern um 18 Uhr an das Regierungspräsidium und an die DB Projektbau GmbH, den Projektträger dieses Projekts, eine E-Mail geschickt, in der das verboten wird, gestern und bis einschließlich zum 8.10. Bäume zu fällen. Kaufmann@eba.bund.de, das ist die oberste Behörde, die wir haben in dem Bereich. Wir fordern Sie daher hiermit auf, rechtzeitig vor Aufnahme der Bauarbeiten im mittleren Schlossgarten die zu relevanten Beeinträchtigungen aus landschaftspflegerischer Sicht führen könnten, den entsprechenden Teil der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung in zugestimmten Form vorzulegen. Im Zusammenhang mit den bevorstehenden Baumfällarbeiten im Schlosspark weise ich darauf hin, dass Sie mit den Baumfällarbeiten nicht beginnen dürfen, bevor diese konkreten Ausführungsunterlagen zumindest für die unmittelbar auszuführenden landschaftspflegerischen Maßnahmen dem Eisenbahnbundesamt vorgelegt wurden, da ansonsten Konflikte mit dem Naturschutz im Zuge der Projektverwirklichung nicht ausreichend beurteilt werden können. Regierungspräsidium um 18 Uhr gestern vor. Um 2:30 meines Wissens begann die Baumfällarbeit in der Nacht. Ich denke, dieses Schreiben wird gelinde gesagt einen politischen Erdrutsch auslösen. Ich bitte Sie trotz alledem, auch wenn die Wut steigt, auch wenn die Ohnmacht noch da ist, wenn wir das alles zusehen mussten, bleiben Sie friedlich, denn wir sind bunt und wir sind friedlich. Das zeichnet uns hier aus.